Ja, hallo Elektronikfreunde. In diesem Video möchte ich nochmal auf die Details hier von diesem Digitalmultimeter eingehen, was ich ja im letzten Video auch ja, repariert habe, wenn man es so sagen darf. Ja, ich werde da zum einen natürlich auf die ganze mechanische Geschichte mal eingehen, auch auf die Elektronik innen. Denn das Gute ist, man kriegt hier eine Betriebs- und Serviceanleitung für dieses Digitalmultimeter. Man kann sich das im Netz runterladen. Und das Interessante dabei ist, dass da eigentlich alles beschrieben ist. Also da ist zum einen beschrieben, wie das Gerät funktioniert. Es ist eine Stückliste drin, welche Bauteile verwendet werden. Es sind sämtliche Stromlaufpläne drin. Es ist eine Explosionszeichnung drin, also wie das Gerät mechanisch sozusagen zusammengebaut wird. Und einiges mehr, natürlich auch die Messbereiche und so weiter. Also das ist hier wirklich eine sehr wertvolle Unterlage für dieses Gerät. Ich fange mal mit der mechanischen Seite praktisch an. Was natürlich auffällig ist und für die damalige Zeit aus den 80er Jahren, also 1989 ist das Gerät her, bezeichnet ist, sind diese Schaltergruppen. Die sind mechanisch voneinander abhängig. Also wenn ich jetzt hier den Widerstandsmessbereich drücke, und anschließend jetzt den Strommessbereich, dann wird der hier wieder gelöst. Das heißt, diese drei Schalter hier sind mechanisch gekoppelt. Also wenn ich jetzt eine Taste drücke, löst sich immer die andere, die zuvor gedrückt war. Genau das gleiche bei diesen Schalter, bei dieser Schaltergruppe. Also hier Strommessbereich, und wenn ich jetzt hier eben die mittlere Taste drücke, geht die wieder raus. Es ist eigentlich typisch für ja, für dieses Alter, dieses Gerät. Das hat man bei sehr vielen Multimetern damals gemacht mit solchen Schaltergruppen. Sehr elegant gelöst ist auch dieser Klappfuß. Das ist eigentlich nur verchromter Stahl. Und der wird hier praktisch eingerastet an der Seite und hat eigentlich drei Positionen, nämlich diese Position, wo man das Gerät tragen kann. Dann natürlich die normale Aufstellposition, dass man das Gerät benutzen kann. Und auch eine Position, wenn ich also zweimal hier rumklappe, dann in einer Position, wo man das Gerät praktisch verpacken kann. Also der Klappfuß stört dann da also nicht in der Verpackung. Auf der Rückseite des Geräts ist der Netzanschluss, der ist direkt rangeführt, also nicht mit einem Kaltgerätestecker oder so. Das Gerät hat zwei Sicherungen und hat auch einen normalen Kippschalter hier als einen Ausschalter, hat noch einen Masseanschluss, wenn man mal das vielleicht an eine ESD-Matte ranhängen muss oder so. Und hat hier, das ist die Besonderheit, so eine 10 mA Konstantstromquelle, die ich ja im letzten Video auch kurz mal gezeigt habe. Das Gehäuse an sich ist ein sogenanntes Halbschalengehäuse, das heißt, man hat ja, zwei halbe Schalen, nämlich eine Unterschale und eine Oberschale. Und mit den Schrauben hier kann ich praktisch die beiden lösen und auseinandernehmen. Und das sieht man auch ganz gut später in der Explosionszeichnung in der Betriebs- und Serviceanleitung. Das werde ich dann auch nochmal zeigen. Ich werde jetzt erstmal das Gehäuse auseinanderschrauben und dann gucken wir nochmal rein im Detail, was da so drin ist. Das Gerät habe ich jetzt mal auseinandergeschraubt. Man sieht hier also die Oberschale, die Unterschale und das Gerät an sich. Und ich nehme es jetzt erstmal weg, weil ich mal kurz auf die Explosionszeichnung hinweisen möchte. Dort ist nämlich nochmal gezeichnet, wie das Gerät praktisch, ja, zusammengebaut wird. Ich zoome mal da rein oder gehe mal hier so ein bisschen näher ran. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ja, so ist ganz gut. Die Explosionszeichnung ist immer sehr wichtig, wenn man so ein Gerät hat oder bauen will, zusammenbauen will, dass man sieht, welche Teile wie miteinander verschraubt sind. Also es geht hier nicht um ganz klare Details, wie jetzt hier die Leiterplatte aussieht, sondern es geht darum jetzt zum Beispiel, wie diese Leiterplatte hier verschraubt wird und mit welchen Schrauben. Dazu stehen dann immer irgendwelche Nummern hier. Und wenn man in der Stückliste guckt, dann sieht man, was diese Nummer ist. Also zum Beispiel eine Leiterplatte, Analogteil oder Digitalteil oder eben Oberschale, Unterschale, weiß ich nicht, Frontplatte und so weiter. Und dann weiß man hier anhand dieser Explosionszeichnung, wie man die Teile nachher am Ende, wenn alles sozusagen zusammengebaut werden soll, zusammenschrauben muss. Explosionszeichnung ist also eine wichtige Dokumentation, wenn man jetzt so ein Gerät baut und zusammenbauen will oder vertreiben will, dann ist so eine Zeichnung immer notwendig.
Auch für Reparaturzwecke ist es natürlich sehr sinnvoll, mal so eine Zeichnung zu haben. Man stelle sich vor, man baut hier unten irgendwie was aus, die Leiterplatte und so weiter, und hat einen Haufen Schrauben übrig und weiß gar nicht mal, wo welche Schraube hinkommt oder wo man welche Leiterplatte oder welches Teil man hier mit welcher Schraube anschrauben muss. Dann kann man hier immer in der Explosionszeichnung im Zusammenhang mit der Stückliste gucken, welches Teil wo rankommt, und das hilft dann enorm, wenn man jetzt solche Geräte auseinander nimmt, repariert und wieder zusammenschrauben will. In diesem Service Manual ist natürlich eine Stückliste vorhanden, und ich will es mal anhand eines Beispiels hier zeigen. Und zwar ist hier die Frontplatte zu sehen, und die hat hier die Nummer 13. Ja, hier 13 ist also diese Frontplatte. Und wenn ich jetzt hier mal hier die Stückliste angucke, die ist auf der Seite davor, dann kann ich also hier sehen, das ist eine Ersatzteileliste an sich. Also hier steht Ersatzteileliste. Und da ist dann die Nummer 13 aufgeführt als Frontplatte. Und natürlich auch eine Zeichnungsnummer. Und hier steht nochmal im Satz Ersatzteile 2. Ich weiß jetzt nicht, warum hier eine 2 steht. Also im Messgerät an sich gibt es nur eine. Und das heißt, wenn man jetzt also hier ein Ersatzteil braucht, dann guckt man hier in diese Nummer, Zeichnungsnummer, das braucht man als Ersatzteil, kann man theoretisch nachbestellen. Ein weiteres Beispiel möchte ich mal nennen, das ist hier dieses Seitenteil. Das ist hier, wenn man guckt, mit der Nummer 29 gekennzeichnet, das sieht man leider nur sehr schwach, also es ist dieses Seitenteil. Und zwar ist es beim realen Gerät hier praktisch hier dieses Alublech. Oder dieser Alustreifen. Und wenn ich jetzt in der Stückliste hier nachgucke, Nummer 29 ist es gewesen, dann ist das hier ausgewiesen als Leiste, so nennt sich das hier mit dieser Nummer. Und es sind zwei im Gerät vorhanden. Also diese Spalte zeigt an, wie viele Teile in diesem Gerät vorhanden sind. In dem Fall sind es zwei Leisten, nämlich auf der rechten und auf der linken Seite. Das ganze Gerät ist so konzipiert, dass durch diese Seitenleisten auf jeder Seite hier und die Front- und die Rückplatte praktisch alles dort kompakt festgeschraubt wird. Das heißt also, diese vier Teile, Seitenleisten, zwei Stück, Frontplatte und auch die Rückwand, bilden praktisch einen Rahmen, und dort ist praktisch alles angeschraubt. Da sind die Leiterplatten angeschraubt, durch andere Abstandshalter hier noch, Kunststoffabstandshalter. Hier ist der Trafo angeschraubt an der Rückwand, natürlich auch vorne das Display, was da anmontiert ist. Also das ist so eine sehr kompakte Bauweise. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt mal übergehen zu den elektrischen oder elektronischen Geschichten, die hier drin sind, und dazu werde ich erstmal diese obere Leiterplatte abschrauben. So sieht jetzt das Gerät von innen aus, und wenn man jetzt zum Beispiel mal nachforschen will, welches Alter genau das Gerät hat, dann kann man entweder auf den ICs mal gucken, ob dort irgendwelche Zeitstempel drauf sind. Oftmals ist es so. In dem Fall habe ich jetzt gesehen, sehe ich da leider nicht so viel. Aber was ich gesehen habe, ist, dass auf der Leiterplatte hier, auf der oberen Leiterplatte, praktisch aufgedruckt worden ist, zu welcher Zeit das praktisch produziert wurde. Und das ist hier zum Beispiel in der Ecke zu sehen. Und da steht es 1989, wahrscheinlich im Januar. Diese 01 deutet wahrscheinlich auf Januar hin, bin mir aber natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall im Jahr 1989. Das ist schon mal ein guter Hinweis auf das Alter des Geräts. Ich werde jetzt die obere Leiterplatte mal wieder aufklappen, so, und werde mal zeigen, wie die Schaltereinheit da aussieht, weil es doch sicherlich interessant ist. Die ist jetzt leider ein bisschen verdeckt hier durch diese Präzisionswiderstände, aber ich hoffe, dass man es trotzdem ein bisschen sieht. Man sieht also hier diese Schaltergruppen, diese kleinen Punkte sozusagen, den kleinen Kontakt, das gehört zu den Schaltern. Und wie gesagt, die sind mechanisch voneinander abhängig. Und das ist natürlich ein Problem, denn wenn hier einer dieser Schalter nicht funktionieren sollte, dann muss man wahrscheinlich die ganze Schaltereinheit, die dazugehört, ausbauen oder auslöten. Das ist natürlich ein Problem. Also selbst wenn jetzt hier irgendeine Feder kaputt wäre bei einem Schalter hier, dass der nicht richtig einrastet oder so,
weil die alle mechanisch auch miteinander gekoppelt sind, muss man die komplette Schaltereinheit natürlich tauschen. Bei so einem alten Gerät ist das wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, weil es diese Schaltereinheit gar nicht mehr gibt. Also das ist ein ganz großes Manko dieser Schaltereinheiten. Ein weiteres großes Manko bei diesen Schaltereinheiten ist oder war früher, dass die ziemlich schnell verdreckten, weil sie relativ offen waren. Also Schieber sozusagen, die in der Schaltereinheit waren, die waren irgendwie offen, da kam immer wieder Staub rein, sodass man dann das Problem hatte, dass die nicht gut kontaktierten oder ein Übergangswiderstand entstand. Und dadurch war das auch irgendwie defekt. Man hat es erst nicht rausbekommen, man hat vielleicht erst gedacht, es liegt an der Messung oder wie auch immer. Aber letztendlich lag es an der Schaltereinheit, sodass auch in diesem Fall natürlich diese dann getauscht werden musste. Ich habe das Gerät jetzt nochmal umgedreht, um diese Schaltereinheit von der anderen Seite zu zeigen. Also man sieht hier jetzt praktisch, dass die Schalter voneinander abhängig sind. Und die ganze Mechanik, die ist hier vorne gelagert, da wo dieses Blech ist. Während hier im hinteren Bereich, also hier praktisch wirklich die Schieber sind oder die Schalter an sich, die dann die Kontakte da öffnen oder schließen. Eine weitere interessante Sache in diesem Gerät ist die Verlegung dieses Kabelbaums, was ich mal zeigen möchte. Und mal darauf eingehen möchte, wie das gemacht worden ist. Also hier dieser Kabelbaum im Prinzip, der wurde praktisch vorkonfektioniert früher. Das heißt, man hat eine Platte genommen mit ein paar Nägeln drin und hat dann praktisch jeden einzelnen Draht so verlegt, also vorkonfektioniert, praktisch wie er nachher im Gerät verlegt werden sollte, mit diesen ganzen Abzweigungen hier. Und im Anschluss daran wurde auf diesem Brett, auf diesem Nagelbrett, wurden die ganzen Drähte hier mittels Wachsband zusammengeknotet. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, ist stark fehlerbehaftet, denn es wurde alles manuell von einem Menschen gemacht und nicht von einer Maschine. Und war natürlich dementsprechend auch sehr teuer. Ich habe hier mal ein Beispiel noch mitgebracht, wie sowas vorher aussehen kann. Also das ist jetzt hier so ein Kabelbaum, ja eigentlich nur in so einer U-Form, hier mal verlegt. Und da ist also so, dass man hier überall, wo die Drähte weggehen, sind Nägel drin, dass man den Draht dann dort wegbiegen kann. Hier in den Ecken sind natürlich auch Nägel drin und so weiter. Also dass man ganz sauber hier einen Draht, meinetwegen grün, von da nach da legen kann, sodass man nachher diese Form bekommt. Lose sind denn die natürlich erstmal in dem Nagelbrett und im Anschluss werden die dann hier mit so einem Wachsband verknotet. Ich möchte es mal von nahem zeigen, wie das Wachsband aussieht. Sieht also so aus und wie gesagt, es ist reinste Handarbeit, zeitintensiv, teuer und auch fehleranfällig. Aber trotzdem stabil und es wurde offenbar hier in so einem Gerät eingesetzt. Vielleicht noch zwei weitere Aspekte hier zum Bau dieses Geräts oder Aufbau des Geräts. Ist einmal natürlich der Trafo, der hier direkt an die Rückwand angeschraubt wurde. Und auch hier ein Spannungsregler, der hier über Abstandsbolzen auch ebenfalls an die Rückwand angeschraubt wurde. Und beides natürlich dann über den Kabelbaum hier miteinander verbunden. Im Bereich der Frontplatte ist der Anschluss der Displays sehr interessant. Dort sieht man hier diese Stifte, die praktisch mit der Hauptplatine verbunden sind, sodass dann hier das Display ja praktisch kabellos ja angeschlossen werden kann. Trotzdem ist hier ein bisschen was vom Kabelbaum noch zu sehen. Also dort wurden auch noch mal welche Pins sozusagen angelötet. Und die Schwierigkeit natürlich bei so einer Sache ist, wenn man so eine Konstruktion hat, wenn man also hier eine Frontplatte hat mit Displays oder eine Leiterplatte mit Displays, die hier fest mit der Hauptplatine verbunden hat und dann umdreht, dann muss die natürlich hier genau passen. Und das ist konstruktionsmäßig ja eigentlich gar nicht so einfach. Man muss dann schon sehr genaue Zeichnungen machen mit den Abständen und so weiter. Und da ist auch sehr, sehr viel Konstruktionsarbeit drin gewesen. Also das kann man hier so erkennen und so sagen. Auch das Poti, was hier auf der rechten Seite ist, was nachher umgeklappt wird, muss ja denn hier auch auf der linken Seite ja praktisch passen. Durch diese Öffnung kann man ja die Null-Einstellung durchführen.
Also das sind alles Dinge, die bei so einer Konstruktion beachtet werden müssen. Ich möchte jetzt mal auf die Leiterplatten ein bisschen eingehen, also die Technologie und so weiter und so ein paar Auffälligkeiten, die hier zu sehen sind. Dazu zoome ich einfach mal hier rein, hier irgendwo, hier in die Mitte meinetwegen, hier, da wo die ICs sind. Und was man als erstes feststellt, es sind eigentlich nur bedrahtete Bauteile hier auf beiden Leiterplatten zu finden. Und das zweite ist, es sind auf der Oberseite auch Leiterbahnen zu sehen, wie man hier sieht. Auf der Rückseite sind natürlich ebenfalls Leiterbahnen zu sehen. Das heißt, es ist ein zweilagiges Layout mit bedrahteten Bauteilen. Das ist erstmal so eine Feststellung, die ich jetzt hier mache. Aber es sind auch Dinge, die hier auffallen. Die erste Auffälligkeit ist, dass hier praktisch kein Lötstoffplug verwendet wurde. Also normalerweise ist es so, dass hier bei so einem Pin, der angelötet werden muss, da darf natürlich kein Lötstoffplug sein, weil er angelötet wird. Aber der Rest, also da wo Leiterbahnen sind, da wird normalerweise heutzutage Lötstoffplug verwendet, das wird abgedeckt. Der ist meistens grün, kann aber auch andere Farben haben. Und dieser Lack fehlt hier. Die zweite Auffälligkeit ist, dass im Prinzip hier keine Massefläche vorhanden ist, beziehungsweise die Masse, also Ground oder die Minusseite der Spannungsversorgung von 5 Volt zum Beispiel, die wird hier wahrscheinlich irgendwo durchgezogen. Und das macht man heutzutage auch nicht mehr. Das deutet darauf hin, dass die Leiterbahnen, so wie sie hier zu sehen sind, wahrscheinlich sozusagen auf eine Folie geklebt worden sind und dann wurde die Leiterplatte damit belichtet. Also ich nehme mal an, dass die Leiterbahnführung hier nicht mittels CAD-System erfolgte, sondern dass das hier alles noch per Hand gemacht wurde, aufgrund dieser Tatsache, dass eine Massefläche fehlt. Dies ist natürlich auch schon sehr bezeichnend, weil das natürlich auch exorbitant teuer ist, weil das natürlich sehr lange dauert und vor allem es darf kein Fehler dort sich ergeben bei dem Kleben dieser Folien, weil das natürlich dann auch ein Fehler im Layout ist und sowas zu korrigieren ist sicherlich aufwendiger oder wesentlich aufwendiger, als wenn man es im CAD-System macht. Also 1989 war so eine Zeit, wo CAD-Systeme gerade so aufkamen, also es gab schon welche unter sehr, sehr teuren Unix-Maschinen, auch die Software war exorbitant teuer. Man hatte sowas also schon zur Verfügung, aber hier in dem Fall gehe ich davon aus, dass es hier alles noch per Hand gezeichnet wurde. Interessant hier bei diesem Layout ist, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen runtergehe, sind diese Stellen, die hier praktisch fast so aussehen wie ein Kondensatorsymbol. Aber, oh, das ist jetzt unscharf, das ist es nicht, es ist kein Kondensatorsymbol, sondern das sind praktisch Punkte, die mittels ZIN überbrückt werden können, um das Gerät praktisch zu kalibrieren. Das sieht man nachher auch im Stromlaufplan, dass dort praktisch Brücken eingezeichnet worden sind und dort steht in der Kalibrieranleitung dann die und die Brücken setzen, um dort bestimmte Vorgänge kalibriertechnisch zu starten. Hier in dem Fall sind erstmal hier die drei nicht überbrückt. Hier, glaube ich, ist sie überbrückt. Ich sehe es leider nicht ganz genau, aber ich glaube schon. Also da sind so Dinge, wo man sagt, man kann dort das Gerät kalibrieren. Das Material der Leiterplatte ist sicherlich epoxidhart, also ein relativ gutes Material, sehr stabil und kein Hartpapier. Das sieht man anhand der Farbe und man sieht es auch anhand der Stabilität, wenn man es hier so versucht zu biegen. Also das ist sehr, sehr stabil, ist eigentlich auch ein normales Material für solche Leiterplatten. Wenn man sich jetzt so die Bauteile anguckt, ist erstmal sehr auffällig, dass sehr viele Bauteile grün sind. Ich weiß nicht, ob sich da einer einen Spaß draus gemacht hat und gesagt hat, wir bestellen lauter grüne Bauteile, weil das Gehäuse ist ja auch grün, das weiß ich jetzt nicht. Kann durchaus sein. Es gibt hier selbst Transistoren hier in der Mitte. Dort. Die sind also grün. Das ist schon sehr lustig, kann man eigentlich sagen. Denn das ist heutzutage kaum noch üblich, dass man
irgendwelche bunten Teile da irgendwie drin hat. Es ist meistens Anthrazit, Grau, Schwarz, wie auch immer, aber eben nicht grün. Aber ich finde es eigentlich mal sehr ansprechend, weil das dann eben nicht so langweilig grau in grau ist, sondern eben mal ein bisschen Farbe hier in die Leiterplatte und in das Gerät reinkommt. Von den Halbleitern her gesehen könnte man jetzt denken, dass da sehr viele russische Bauteile verwendet wurden. Da das Gerät ja in Polen hergestellt wurde und das im Jahr 1989 ungefähr. Das ist aber hier nicht der Fall. Also man sieht jetzt hier an dem Beispiel, hier ist ein 741 verbaut worden und alle anderen ICs sind auch eher typische westliche ICs, sage ich jetzt mal. Wenn man sich jetzt die Stückliste mal anguckt hier, zum Beispiel von dem AD-Umsetzer, dann sieht man auch hier tatsächlich von den Transistoren her gesehen BF245, BC413 und so weiter. Waren also damals gängige Typen hier auch BC307. Das sind also Standardbauteile, die aus der westlichen Welt praktisch kamen. Ich schaue nochmal im Digitalteil hier, wie das da aussieht. Da sieht es jetzt eigentlich genauso aus. Da sind die ganzen 74er Bausteine verwendet worden. Jetzt müssen wir mal nachschauen, was UCI ist, welcher Hersteller. Dann kann man rausfinden, woher praktisch die Halbleiterbauelemente hier in diesem Multimeter, wo die herkamen. Was man hier in diesem Gerät auch gut sehen kann, ich schiebe das jetzt mal hier ein bisschen rüber, ist, dass auch Bauteile selektiert wurden. Hier zum Beispiel. Wenn zwei so eine Bauteile hier zusammengefasst worden sind, dann sind das meistens selektierte Bauteile, die dann zum Beispiel eine bestimmte Temperaturkompensation darstellen oder als Eigenschaft haben. Und es ist auch in dem Service Manual zu lesen. Das will ich mal ganz kurz hier zeigen. Wenn man jetzt hier mal reinguckt, hier im oberen Bereich. Dort steht Transistoren für den Eingangsschalter. Die Eingangsschalter bestehen aus Flächenfeldeffekttransistoren BF245A. Diese Transistoren sollen in Bezug auf den Ableitstrom IGSS ausgewählt werden, das heißt selektiert werden. Und dann ist hier noch eine Messanordnung, also man weiß dann ganz genau, wenn man jetzt hier das Gerät meinetwegen repariert und meinetwegen einer dieser Transistoren ist defekt, wie man den Transistor hier oder die beiden Transistoren selektiert. Das ist ganz wichtig. Also hier wird ein Verfahren jetzt dargestellt, kleine Messschaltung, wie dieser Transistor hier für T104 und 105 betrifft das hier, praktisch wie der ja, selektiert wird, damit die Schaltung hier in dem Fall der Eingangsschalter gut funktioniert. Es gibt in dem Multimeter noch weitere selektierte Transistoren. Hier zum Beispiel für die Schutzschaltung. Da ist auch nochmal so ein Bild, wie man das selektieren muss nachher. Und auch hier nochmal noch ein weiterer Transistor. Ich weiß jetzt nicht für welchen Bereich. Achso, für die Eingangsspannung, für den Spannungsverstärker praktisch oder Eingangsverstärker. Also hier sind wirklich in diesem Manual alle Informationen drin, um dort das Gerät zu reparieren, abzugleichen, zu kalibrieren und so weiter. Das ist sehr, sehr interessant. Das ist heutzutage praktisch gar nicht mehr üblich und teilweise auch gar nicht mehr machbar, weil ja alles hochintegriert aufgebaut wird. Nachdem ich jetzt so einiges über den Aufbau des Geräts, über die Leiterplatten, über selektierte Bauteile und den Kabelbaum erzählt habe, möchte ich natürlich jetzt auch auf die Schaltung eingehen, weil die Unterlagen da sehr viel hergeben. Bevor ich das tue, möchte ich mal eine grobe Übersicht geben, wie so ein Digitalmultimeter aufgebaut ist. Es ist wirklich eine ganz, ganz grobe Struktur. Ich fange mal hier von links an. Auf der linken Seite sind die Klemmen und an den Klemmen ist in der Regel so ein Eingangsspannungsteiler angeschlossen, der meistens so einen Innenwiderstand oder einen Gesamtwiderstand von 10 Mega Ohm hat. Oftmals ist es auch mehr, manchmal ist es auch ein bisschen weniger. An diesem Spannungsteiler ist dann ein Schalter angeschlossen. Wie man hier sieht, kann der zwischen diesen einzelnen Positionen hier wechseln. Das heißt, ich habe hier verschiedene Spannungsbereiche, die ich messen kann. Die Spannung, die er messen soll, wird
ja, entweder eine Gleich- oder Wechselspannung sein. Und je nachdem muss ich also diesen Gleich- oder Wechselspannungsschalter schalten, nach oben oder nach unten. Wenn er auf AC steht, also Wechselspannung, dann geht er über einen Brückengleichrichter an den AD-Wandler. Und wenn es ein reines DC-Signal ist, dann geht er direkt an den AD-Wandler. Ja, dann haben wir den AD-Wandler hier letztendlich, der das analoge Signal, was wir hier haben, in ein digitales umwandelt und dann letztendlich anzeigt. Ich will natürlich sehen, dass man diese ganzen Komponenten, die hier sind, auch in dem Multimeter, in den Schaltunterlagen findet. Und will mich mal konzentrieren, einmal auf den ja, Präzisionsgleichrichter, diesen AC-DC und vor allem auf den AD-Wandler. Hier ist nun der erste Stromlaufplan von dem Multimeter zu sehen. Und man hat hier auf der linken Seite die High- und Low-Eingänge praktisch. Und wenn man jetzt mal guckt, wo ist eigentlich dieser Eingangsspannungsteiler, dann verfolgt man einfach mal hier die Linie von diesem High über den Schalter. Das geht hier also hier weiter und geht hier rüber. Und hier sieht man jetzt auf einmal diese Widerstände, 9 Mega Ohm und so weiter. Und das ist jetzt der Eingangsspannungsteiler. Also dieses Messgerät, wenn man jetzt hier die alle zusammenzählt, 9 Mega Ohm, 900 Kilo Ohm, 90 Kilo Ohm, 10 Kilo Ohm, hat einen Gesamteingangswiderstand von 10 Mega Ohm im Spannungsmessbereich. Um den Eingangswiderstand mal zu überprüfen, kann man Folgendes tun. Man nimmt einfach ein Multimeter, stellt es auf den Widerstandsmessbereich und packt hier mal die Messleitung an die Eingangsklemme des Multimeters und man sieht, ich habe jetzt hier also einen Eingangswiderstand von 10 Mega Ohm. Ich bin jetzt mal wieder am Anfang, hier praktisch bei den Buchsen High und Low. Und diese Schaltereinheit, die hier zu sehen ist, die schaltet um zwischen AC und DC. Das ist in dem Stromlaufplan unten weiter noch angegeben. Wenn man jetzt auf AC umschaltet, dann schaltet man unter anderem diesen Kontakt hier um. Von 7B, 8B auf 8B, 9B. Und was man dann sieht, ist, dass zuerst hier so ein Kondensator dort reingeschaltet wurde. Das heißt, dieser Kondensator blockt wirklich die Gleichspannung oder den Gleichspannungsanteil einer Wechselspannung und damit kann man hier nur über diesen Weg, über AC praktisch Wechselspannung messen. Wenn man da eine Gleichspannung dranhängt, kommt eben 0 Volt raus. Das ist begründet durch diesen Kondensator. Wenn man jetzt diese Linie hier weiter verfolgt, dann kommt man letztendlich zu einem Punkt, wo es reingeht hier in diesen AC-DC-Wandler. Das ist letztendlich nichts anderes als ein Präzisionsgleichrichter und zu dem möchte ich mal im Detail jetzt kommen. Dies ist der Präzisionsgleichrichter und erstaunlicherweise wurde der hier wirklich mit diskreten Bauteilen noch aufgebaut, obwohl man eigentlich Operationsverstärker zur Verfügung hat, wo man das auch mit solchen machen kann. Aber man erkennt in der Schaltung, dass es sich eigentlich um einen Operationsverstärker handelt. Und zwar gehe ich mal hier an den Eingang, also hier kommt das Wechselsignal rein. Hier ist nur eine Schutzbeschaltung für den Eingang. Und ich gehe praktisch an diesen Transistor. Und auf der anderen Seite habe ich praktisch hier einen anderen Transistor, das ist ebenfalls ein Eingang. Das sieht man vielleicht erstmal noch nicht so richtig, aber das ist auch ein Eingang. Das heißt, ich habe hier einen Differenzeingang und das ist kennzeichnet für einen Operationsverstärker. Ich habe weiterhin hier eine Stromquelle, damit der Strom hier gleichmäßig geteilt wird. Und ich habe hier eben diese zwei Transistoren, drei Transistoren, in dem Fall diese Steuertransistoren, die nachher hier auch auf den Ausgang gehen. Also hier im Prinzip der Transistor T208 in dem Fall, der schaltet hier praktisch diesen Ausgang. Also hier ist der Ausgang, hier haben wir zwei Differenzeingänge. Und man sieht auch, dass der Ausgang, da gibt es eine Rückkopplung auf den Eingang, auch über die Dioden. Auch das ist vielleicht erstmal nicht so leicht zu erkennen. Hier sind ja die Dioden für den Präzisionsgleichrichter, die werden hier zurückgekoppelt. Hier ist noch ein Filter drin und ein Abgleich. Das geht hier in diesen Bereich der Schaltung, das ist auch nochmal praktisch zum Abgleichen und zum Filtern. Und das wird jetzt praktisch hier rückgekoppelt dann auf den Eingang, weil hier ist im Prinzip ein Eingang. Also das ist ein Präzisionsgleichrichter, der sozusagen wirklich mit diskreten Bauteilen aufgebaut worden ist. Und das ist schon sehr interessant, das hier mal so zu sehen. Von der groben Übersicht her gesehen
Ist also das soweit geklärt. Wir haben hier diesen Präzisionsverschichter, wir haben den Eingangsspannungsteiler und als nächstes werde ich mal über den AD-Wandler etwas sprechen. Es gibt generell drei Verfahren bei den AD-Wandlern. Das erste wäre das Flash-Verfahren oder das direkte Verfahren. Das ist extremst schnell, aber sehr komplex im Aufbau. Das zweite Verfahren wäre das Verfahren der sukzessiven Approximation oder der schrittweisen Annäherung. Dieses Verfahren ist auch sehr schnell, wird meistens in Mikrocontrollern verwendet und in anderen Chips sicherlich auch. Und das dritte Verfahren wäre das sogenannte Dual-Slope-Verfahren oder Rampenverfahren, was relativ langsam ist. Um herauszufinden, welches Verfahren hier in dem Multimeter eingebaut ist, könnte man jetzt natürlich die ganzen Schaltungen und Schaltungsunterlagen durchforsten. Das mache ich jetzt nicht, denn es gibt hier einen Hinweis in dem Service-Manual, dass der Umsetzer nach dem Prinzip der doppelten Integration arbeitet. Und das bedeutet, dass es ein Dual-Slope-Verfahren ist. Das ist bei solchen Multimetern und auch bei einfachen Handmultimetern gängig. Denn hier kommt es nicht auf die Geschwindigkeit drauf an, wie etwa beim Mikrocontroller, sondern einfach nur, dass das Ding einfach vernünftig funktioniert und natürlich auch relativ preiswert ist. Die Frage ist, wie funktioniert jetzt das Dual-Slope-Verfahren? Ich habe dazu mal was vorbereitet und will es einfach mal kurz erläutern. Wir haben hier in der Mitte einen Integrierer, der integriert das Eingangssignal und wie er das macht, wird gesteuert durch einen Controller, habe ich das hier genannt. Also diese Einheit hier unten. Und folgende Eingangsbedingung ist erstmal gegeben. Als erstes ist der Schalter auf der Position 1, 2. Das heißt, das Eingangssignal kann direkt hier hingeleitet werden vor diesem Widerstand. Und wenn jetzt hier ein Eingangssignal anliegt, dann fängt das Ding hier hinten an zu integrieren. Bei konstantem Eingang und einem invertierenden Integrierer bekomme ich eben hier eine Gerade, die nach unten geht, raus. Und je nach Abhängigkeit der Größe der Eingangsspannung hier, ist er eher flach bei einer kleinen Eingangsspannung oder eher hoch hier bei einer großen Eingangsspannung. Die Zeit, in der er integriert, ist festgelegt durch den Controller und ist immer gleich. Also T1 hier ist immer konstant. Der Integrierer, der Ausgang, wird praktisch dann über einen Komparator geleitet und dieser entscheidet zum Zeitpunkt X, ob der Counter anfängt zu zählen. Das wäre also dieser Zeitpunkt hier. Dann, wenn der Komparator ein Low-Signal hier in dem Fall rausgibt. Und was der Controller und der Counter jetzt macht, oder, ja, ist, dass er praktisch diesen Schalter umlegt, hier, und an diesen Integrierer eine fest definierte negative Referenz anschließt, sodass der Integrierer wieder hoch integriert. Und das macht er sozusagen hier, sieht man das hier, geht er wieder hoch und hier auch. Und der Counter fängt an, von diesem Zeitpunkt an zu zählen. Und man sieht, wenn die Eingangsspannung klein ist dann, und er wieder hoch integriert, hat er T1A hier. Das ist also eine relativ kurze Zeit. Das heißt, er wird nicht so weit zählen können. Während wenn die Eingangsspannung relativ hoch ist, dann wird diese T2B hier in dem Fall länger. Das heißt, er zählt hier auch mehr. Das heißt, das Ergebnis wird dann höher. Das heißt, bei einer kleinen Eingangsspannung zeigt einen kleinen Wert an und bei einer großen Eingangsspannung einen großen Zählwert. Und dieser Wert wird umgewandelt dann in einen lesbaren Wert der Spannung. Die Vorteile dieses Verfahrens, es ist relativ billig. Man sieht, hier werden relativ einfache Komponenten verwendet. Allerdings ist es auch langsam, es dauert also hier seine Zeit. Aber es gibt es auch fertig, zum Beispiel bei den Digitalmultimetern, diese ICL 7106 oder hier 7126, die arbeiten nach dem Verfahren Dual Slope. Zurück doch nun zu dem Messgerät. Ich möchte natürlich gerne zeigen, wie diese Integrationskurven aussehen. Zuvor muss man natürlich erstmal feststellen, wo ist eigentlich dieser Integrierer in der Schaltung untergebracht. Und dazu gucken wir mal in den Stromlaufplan. Der Stromlaufplan für den AD-Umsetzer nach dem Dual-Slope-Verfahren ist sehr, sehr komplex und ich kann da natürlich nicht ins Detail reingehen. Aber nur so kurz zur Übersicht. Also wir haben hier auf der linken Seite ein Eingangssignal, was hier ankommt, was auch hier wieder durch die beiden Transistoren geschützt wird, also die restliche Schaltung. Wir haben einen Eingangsspannungsverstärker und wir haben hier am Ende, das ist praktisch der Integrierer und der Komparator,
So wie das dann auch gedacht ist. Also hier ist der Integrierer, hier ist der Komparator. In dem Fall ist es ein Schmidt-Trigger, also mit Hysterese. Und man sieht auch, bei der gesamten Schaltung gibt es mehrere Ein- und Ausgänge. Hier gekennzeichnet, das ist natürlich dadurch bedingt, dass, wenn man hier in die Übersicht geht, hier natürlich in, der Controller und Counter gesteuert werden müssen, beziehungsweise selber steuert. Also er muss ein Signal bekommen und muss auch Signale abgeben. Deswegen ist es hier in dieser Schaltung sehr extremst kompliziert. Wenn man sich das hier überlegt, was hier aufgebaut worden ist, ist normalerweise in einem Chip vorhanden, inklusive der Ansteuerelektronik für die Segmente. Und die Ansteuerung für die Segmente ist nochmal ein extra Sheet hier in den Datenblättern. Das möchte ich mal ganz kurz zeigen. Das ist das hier. Also dieses Blatt und was davor war, das ist normalerweise in einem IC drin und kann man eigentlich fertig kaufen. Aber hier wurde, wie gesagt, alles diskret aufgebaut und per Hand sozusagen entwickelt. Wie versprochen möchte ich ganz gerne nochmal das Integrationssignal hier sichtbar machen und vielleicht auch nochmal ein paar Punkte in der Digitalelektronik, zum Beispiel in welcher Zeit hier der Counter zählt, als Puls gesehen zum Beispiel. Und ich mache Folgendes, ich werde einfach an den Ausgang hier des Integrierers mal ein Oszilloskop ranhängen und vielleicht auch an den Comparator hier und schauen, was da so rauskommt. Ich habe jetzt hier mein Taschenoszilloskop genommen und habe hier es mal angeschlossen hier in das Gerät, hier an den Ausgang des Integrierers und auch an den Ausgang des Komparators, der dahinter geschaltet ist. Und wenn man sich die Signale jetzt mal anschaut, dann sieht es also so aus. Man sieht hier also schön das Integrieren nach unten und auch nach oben. An der blauen Linie erkennt man das. Es ist also kein Dreieck, sondern es ist wirklich nicht gleich. Also die Abfallzeit und auch die Anstiegszeit ist nicht gleich. Und man sieht auf der anderen Seite hier den Ausgang des Komparators, der dort an bestimmten Punkten schaltet. Als letzte Vergleichsmessung hier zu dem Service-Manuell will ich mal Folgendes machen. Ich werde an dem IC 501 am Pin 4 messen. Und da müsste es so sein, dass das auf Low geht, wenn er hier praktisch an dem Maximalpunkt oder Minimalpunkt beim Integrieren angekommen ist. Und am Ende der Phase geht er wieder auf High. Und das möchte ich einfach mal kontrollieren, ob das so stimmt. Ich habe das Taschenoszilloskop jetzt nach wie vor an dem Ausgang des Integrierers angeschlossen und werde jetzt mal hier an den Port 4 gehen. Von dem IC das mal messen und dann einfach mal auf Hold drücken. So. Und so sieht das Signal jetzt praktisch aus. Ich habe hier den Integrierer, der geht nach unten und wenn er sein Minimum hier erreicht hat, dann geht auch dieser Puls nach Low und der geht auf High wieder, wenn der zurück integriert hat nach oben, dann geht er hier wieder auf High. Also genauso wie es eigentlich auch in dem Service-Manual steht. Ich möchte nun noch mal auf das Netzteil dieses Geräts zurückkommen. Im Service-Manual ist hier auch natürlich sind die Informationen da gegeben. Also hier ist praktisch das Netzteil mit dem Trafo. Hier sieht man auch, dass hier zwei Sicherungen auf der Primärseite verwendet worden sind vor dem Schalter. Das, wie gesagt, ich weiß nicht, was das soll, aber gut. Das Netzteil ist praktisch in drei Teile aufgeteilt. Einmal haben wir eine Sekundärseite vom Trafo, die praktisch die Stromquelle hier auf der rechten Seite speist. Dann haben wir einen Teil des Trafos, der abgezweigt wird für die 5 Volt. Das ist dieser Teil hier für die Logik, für den Digitalteil und für die Anzeige. Und dann haben wir noch einen dritten Teil, das ist der hier unten. Der wird verwendet, um diese plus minus 15 Volt für die Operationsverstärker herzustellen. Alle drei Teile sind hier, wie man sieht, auch getrennt voneinander. Und ich will jetzt mal Folgendes machen. Ich will mal anhand des Bestückungsplans mal hier mal die Spannung hier so messen, was da so rauskommt.
und gucken, ob das einigermaßen in Ordnung ist. Und dann möchte ich vor allem auch nochmal die Stromquelle mir genauer angucken, wie hoch man dort die Last drehen kann, damit immer noch 10 mA fließen. So, ich werde jetzt als erstes mal hier diese Spannung messen für die Operationsverstärker, diese Plus-Minus-Spannung. Die wird hier über einen Einwickleichrichter erzeugt und geht hier an diese Elkos. Und ich werde jetzt einfach mal mich an die Elkos klemmen, hier in die Mitte von den beiden, und dann nach oben und nach unten messen, was dabei rauskommt. Ich habe jetzt das Multimeter mal hier an den einen Elko geklemmt. Dort ist praktisch die positive Betriebsspannung zu Ground, also hier auf der Seite ist Ground, die beiden sind hier verbunden miteinander, und wenn ich jetzt, also man sieht jetzt hier minus 24,9 Volt ungefähr, und auf der anderen Seite sieht man jetzt minus 25 Volt, und wenn man jetzt in den Stromlaufplan guckt, dann ist es so, dass diese Spannung verwendet wird, um hier praktisch diese Operationsverstärkerschaltung zu speisen, und diese ist nichts anderes als ein Spannungsregler, der nachher hier unten die Spannung auf plus minus 15 Volt reduziert für alle anderen Operationsverstärker. Das messe ich jetzt auch nochmal nach. Und zwar gibt es dort auch im Stromlaufplan bzw. auch im Stückungsplan den Hinweis, wo das, wo der Pin ist. Also man sieht hier die plus und minus 15 Volt. So, jetzt schließe ich das Multimeter mal hier an. Ground lasse ich hier angeschlossen und messe einfach mal hier, ob hier minus 15 Volt rauskommen. Man sieht minus 14,5, das klappt ganz gut wohl. Und hier plus 14,5, also damit ist die Spannungsversorgung für die Operationsverstärker funktionsfähig. Die nächste Spannung, die ich mal nachmessen will, ist die sind die 5 Volt für die Digitalelektronik. Die hier ist ja ein bisschen weiter höher. Also hier ist der Pin für die 5 Volt, hier ungefähr. Und ich klemme jetzt einfach mal hier das Multimeter ran. Und man sieht hier 4,99 Volt. Also hier werden auch wirklich exakt die 5 Volt werden dort erzeugt mit Hilfe hier eines Spannungsreglers. Da steht jetzt nur UL505, also der Typ UL505 deutet darauf hin, dass es eben natürlich ein 5 Volt Regler ist, und hier ist natürlich auch der Pin mit den 5 Volt, und ich kann es auch messen. Im letzten Schritt möchte ich ganz gerne mal hier die Stromquelle mal mir genauer angucken, und dazu nehme ich das Multimeter, stelle erstmal in den Milliampere-Bereich. Die soll ja 10 Milliampere liefern. Und wenn ich jetzt hier das Multimeter ranklemme, dann sollten eigentlich 10 Milliampere fließen. Und wie man sieht, es fließen 9,95 Milliampere. Also vollkommen okay. Und die Frage ist jetzt, naja, wenn ich jetzt eine Last dranhänge, fließen dann immer noch 9,95 Milliampere, denn dafür ist eine Konstantstromquelle da. Und dafür will ich mal ein paar Leuchtdioden nehmen, um das zu testen. Dazu nehme ich jetzt hier so ein Steckbrett hier mit einer Leuchtdiode drauf. Und ich lege das mal hier rauf. Und werde jetzt also hier die Leuchtdiode dazwischen schalten. Und gucken, wenn jetzt die Leuchtdiode drin ist, müssten ja eigentlich dann auch nach wie vor eigentlich 10 mA fließen. Mal schauen, ich muss das erstmal hier kurz umstecken. Hier ist jetzt die andere Leitung für die Leuchtdiode. Wenn ich die jetzt hier anklemme, Leuchtdiode leuchtet. Jetzt sieht man allerdings auch schon hier 9,75 mA. Also so richtig schön ist es nicht. Wenn ich überlege, dass bei einer roten Leuchtdiode ungefähr 1,8 Volt abfallen, und ich habe eine 10 mA Stromquelle und die ist jetzt bei dieser Leuchtdiode schon bei 9,7, dann kann ich da schon vermuten, was passiert, wenn ich noch mehr Leuchtdioden dranhänge. Also richtig schön stabil bei kleineren Lasten. Und das ist eine Leuchtdiode in dem Fall. Ist es wirklich nicht. Also ich werde jetzt nochmal eine zweite Leuchtdiode reinstecken in Reihe und gucken, wie hoch denn der Strom ist. Also beide leuchten auch. Und jetzt sieht man hier, der Strom ist bei 6,57 mA. Also die Stromquelle, die da hinten ist, ist so ein bisschen enttäuschend. Also sie ist nicht
ja, nicht schön aufgebaut eigentlich. Sie müsste eigentlich bei der Anzahl hier von den Leuchtdioden auf jeden Fall glatt immer 10 Milliampere liefern. Also da, das müsste eigentlich hinzukriegen sein normalerweise. Ich mache nochmal eine dritte Leuchtdiode rein, um das nochmal zu zeigen. Jetzt also eine dritte habe, die sind schon wesentlich schwächer jetzt, die Leuchtdioden. Man sieht es hier kaum noch. Und es fließt jetzt ein Strom von, ja, 650 Mikroampere, also kein 1 Milliampere. Also ja, Stromquelle ist nicht ganz so doll hier in diesem Gerät. Das war es auch schon wieder hier in diesem Video. Ein bisschen detaillierter auf das Multimeter bin ich jetzt hier eingegangen. Und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.